müsst ihr euch leider miteinander arrangieren. Ja, was anderes wirklich nicht mehr möglich bleibt. Es gibt noch einen Tanz von den Kindern. Sag's dann, hey. Ja, wir kommen jetzt zu einer weiteren Petition, und zwar betrifft das den Schlossturm. Lauchdingster und wohlhochgeborener gnädiger Fürst und Herr, auch ich möchte euch hier in Sachsenhagen am Schlossturm ganz herzlich begrüßen. Das Schloss ist ja erstmals 1253 urkundlich erwähnt. Aber wem sage ich das? Ihr selber wart ja auch Hausherr in dieser Einrichtung. Und beide habt ihr noch etwas gemeinsam. Nämlich einen langen Dornröschenschlaf. Und so wie ihr jetzt hier einmal so nach dem Rechten seht, wollen wir uns darum bemühen, auch beim Schlossturm nach dem Rechten zu sehen und ihm, wenn alles wohl bestellt ist, einer neuen Aufgabe zuzuführen. Er soll zukünftig das Standesamt beinhalten und Raum bieten für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen oder so etwas. Und das umzusetzen, er ist leider, wie eben ihr auch, aber in die Jahre gekommen, aber ich bin noch nicht fertig. Anders als der Turm, sieht von euch die 400 Jahre nicht an. Das war eine schöne Kurve, die er da genommen hat. Wir bitten nun einfach um Unterstützung dafür, denn das wiederherzurichten ist ein bisschen schwieriger und bedarf enormer Anstrengungen und Unterstützung. In finanzieller Hinsicht natürlich genauso wie in der ideellen Umsetzung dieser Geschichte. Und wir wollen Sie oder euch, gnädigster Herr, darum bitten, dass ihr uns, die Stadt Sachsenhagen, darunter in dem Bemühen unterstützt, bei den euch unterstellten Ämtern und Behörden das Planungsvorhaben umsetzen zu können. Wenn das möglich wäre, wäre das eine ganz tolle Sache. Es ist uns ja leider nicht mehr gegeben, wirklich Entscheidungen zu treffen, nachdem ihr euch nun für diese Staatsform entschieden habt. Aber wir treffen ja einige von denen, die heute bei euch Verantwortung tragen, und werden in diesem Sinne Rat erteilen. Standesamt klingt gut, macht viele neue Kinder. Sehr schön. Und wir sind auch ganz sicher, dass unser Rat dann nicht ungehört verhallen wird. Dafür sind wir da. Noch ein ganz kurzes Wort zum Restaurieren. So ganz einfach war das bei uns auch nicht. Hat auch gedauert, bis wir wieder so weit waren. Aber wie gesagt, ihr habt unsere Unterstützung in diesem Punkt. Ja, dann ganz herzlichen Dank, und ich denke, dafür sollten wir unserem Fürsten ein dreimaliges Hochleben lassen. Erlebe! Erlebe! Thank you.
Und jedem ins Gesicht zu sagen, seht nun, seht her, wie gut es uns geht. Denn unser Mann, Sohn, Vater, Alter, Oheim, dient jetzt beim Fürsten selbst. Schaut nur. Du da, komm mal her. Schaut nur. Wie wohlgenährt sie sind, und wie kräftig und wie sie fröhlich dreinschauen. Immer unsere Männer! Wer möchte ich einen Mann, der einen solchen Bauch sein eigen nennt? Und der gewisslich seinen Sold im Beutel klingelt. Vertändelt euer Leben nicht damit, im Dreck zu wühlen. Und kommt am 29. nach Bückeburg und schreibt euch bei uns ein. Jetzt gilt's für jeden, Ruhm und Ehre zu erlangen. Für sich, für unser Schaumburg, für unseren edlen Fürsten Ernst Siebert! Ja! Ja, sehr schön. Da wird sich doch sicher der ein oder andere finden, Jungs. Vielleicht mögt ihr die Uniform wechseln, was? Wer sich einfinden wird bei uns in Bückeburg mit diesen Aussichten, ich bitte euch. Ihr Lieben, habt vielen Dank. Es war ganz wunderschön, dass wir bei euch sein durften. Es ist warm. Wir werden diese Petitionen zu bedenken wissen. Und wir danken euch für diesen warmen Empfang. Die Zeit läuft. Es gibt noch viel zu tun für uns heute, Bürgermeister. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Genießt diesen Tag noch, feiert ein wenig. Es sieht ja so aus, als wenn ihr des Feierns nicht überdrüssig geworden seid in den letzten 400 Jahren. Genießt es, tut das weiter. Und denkt an uns, nicht nur die nächsten Tage, solange wir noch hier sein mögen, sondern auch fortan und für dahin. Habt vielen Dank.